Schon bald rollt der neue Opel Astra über unsere Straßen. Knapp 5 cm ist er kürzer als sein Vorgänger, in der Höhe 2,6 cm niedriger. Trotzdem hat man viel Platz. Durch neu gestaltete Sitze ist der Knieraum im Fond 35 mm größer. Mit an Bord des Wagens die Rückbanklehne von Kirchhoff Automotive, die wir auf der diesjährigen IAA zeigen. Was ist besonders an diesem Produkt? Wir haben drei Kollegen gefragt. Ja, mit der GM-Rücksitzbank ist es uns gelungen, in kürzester Zeit eine komplett neue Produktgruppe für uns zu erschließen. Durch geschickte Substitution unterschiedlicher Prozesse haben wir es geschafft, die Wertschöpfung im eigenen Haus zu erhöhen und einen deutlich wettbewerbsfähigen Preis dem Kunden anzubieten. Mit dem Astra kommt das Produkt jetzt auf die Straße und auch in den zukünftigen Generationen des neuen Insignias und dem Corsa werden wir Kirchhoff Sitzbänke finden. Wenn man sich jetzt den Opel Astra anguckt, es fällt einem ja als erstes die Karosserie auf. Auf die Rückbänke achtet man ja eigentlich nicht. Aber im Grunde genommen ist es ja ein sehr wichtiges Teil, weil es trägt ja enorm zur Sicherheit und Wohlbefinden der Fahrzeuginsassen bei. Und wenn man sich einen Sitz anguckt, man sieht halt nur den Stoff, aber da steckt ja jede Menge mehr hinter, wie man sehen kann. Gut, in dem Produkt Astra Rücklehne verbergen sich viele Technologien wie das Umformen höchstfester Stähle, die Fügung mit Laserschweißen und Max-Schweißen sowie nachher das KTL-Beschichten. Wir haben viele teils komplexe Umformoperationen wie die Outer Upper Crossmember, die die spätere Aufnahme für die Kopfstützen darstellen. Wir haben höchstfeste Materialien wie die Profile aus einem DP1000-Stahl und insgesamt über 300 Laserschweißnähte und mehrere Max-Schweißoperationen. Schlussendlich wird das Bauteil KTL beschichtet und mit einem Barcode-Label ausgestattet, das die eindeutige Identifizierung im späteren Fahrzeug zum Produkt herstellt. Ein Produkt, drei Perspektiven. Technologien, Material und Eigenschaften der Rückbanklehne lassen sich eindeutig beschreiben. Trotzdem verbinden unsere drei Kollegen jeweils einen anderen Aspekt mit dem Produkt.